Hallo nach Krefeld. Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier in der alten Seidenweberstadt. Und ein herzliches Grüß Gott auch an die Deutschlandfeinde und Deutschlandabschaffer, die Sie von mir aus gesehen hier ganz rechts draußen vorfinden, liebe Freunde. Das sind die Leute, die hier schreien, halt die Fresse. Ich sage euch eins, ich werde mir von denen den Mund nicht verbieten lassen. Für unser Land wird gekämpft und gesprochen. Und wenn Sie Hass und Hetze beobachten wollen, dann reicht es, einen Blick dort rüber zu werfen. Dort sehen Sie, was tatsächlich Hass und Hetze bedeutet. Und warum hassen Sie uns? Weil wir immer wieder Recht behalten. Als es 2013 von uns hieß, dass diese Euro-Dauer-Rettungspolitik in Verbindung mit Gelddrucken, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe, dazu führen wird, dass die Investoren in Immobilien flüchten und dass irgendwann die Inflation steigen wird, da waren wir die Euro-Hasser und die Rechtspopulisten natürlich. Wir haben leider Recht behalten. Als wir 2015 davor gewarnt haben, dass die unkontrollierte Massenzuwanderung nach Deutschland dazu führen wird, dass die Sozialsysteme überbordend belastet werden, da wurden wir als Ausländerfeinde und Rassisten beschimpft. Tatsache ist, von den 1,6 Millionen Regelleistungsberechtigten in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile 40% ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind dreimal mehr, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Auch da haben wir Recht behalten, meine Damen und Herren. Als wir während der Corona-Maßnahmen gesagt haben, Lockdowns sind Unsinn, Kinder sind keine Pandemietreiber, die dürfen nicht in den Schulen hinter Masken gezwungen werden, vielmehr müssen wir die vulnerablen Gruppen schützen. Da hieß es, Corona-Leugner, Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Die Johns Hopkins Universität sagt uns mittlerweile in einer Metastudie, dass die Lockdowns null Wirkung entfaltet haben. Und wir wissen natürlich mittlerweile auch, das wussten wir schon vor 2 Jahren, dass Kinder keine Pandemietreiber sind und dementsprechend Schulen nicht geschlossen gehört hätten. Wir waren Corona-Leugner und Schlimmeres, wir haben Recht behalten, liebe Freunde. Und ich will euch eines sagen, wenn es rechtspopulistisch ist, das Richtige zu tun, um das Falsche zu verhindern, dann bin ich gerne ein Rechtspopulist. Und nun könnte ich viel über die Alleinstellungsmerkmale erzählen, die uns die anderen Parteien überlassen. Eigentlich geht es ja darum bei der Wahl am 15. Mai, dass sie unterschiedliche Sachen wählen können, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen, Unterschiede in der Sache, die es zwischen CDU, Grünen, SPD und FDP immer weniger gibt und die uns Alleinstellungsmerkmale überlassen, von A wie Arbeitsmarkt bis Z wie Zuwanderer. Und ich könnte jetzt das Alphabet mit Ihnen durchgehen, hatte eigentlich vor, mit A anzufangen, mit C aufzuhören, aber ich fange mit C an, liebe Freunde. Mit C fange ich deswegen an, weil ich am vergangenen Mittwoch in Duisburg war, am Hamburger Altmarkt, genau dort, wo am Dienstagabend eine Schießerei stattgefunden hat mit 4 Verletzten zwischen Rockern und Clanmitgliedern. Der Übergang ist ja fließend. Und habe mir die Lage vor Ort angeschaut, habe mit Passanten und Anwohnern gesprochen. Und zwar egal, ob sie Bio-Deutsche waren oder zugewanderte, gut integrierte Menschen, die einfach nur in Frieden und Sicherheit leben wollen. Die haben mir gesagt, und zwar alle unabhängig voneinander, hier bei uns regieren die Clans und die Kriminellen. Die haben mir gesagt, wir werden im Stich gelassen. Die haben mir gesagt, schön, dass ihr da seid und uns kümmert. Meine Damen und Herren, was hat uns die Landesregierung in den letzten Jahren alles erzählt? Null-Toleranz-Politik. Politik der Nadelstiche. Das sicherste Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten, liebe Freunde, dieses Kartenhaus ist am Dienstag in sich zusammengebrochen. Und wenn wir Clans tatsächlich vernünftig bekämpfen wollen, dann braucht es eine ganzheitliche Politik,
Und diese ganzheitliche Politik bietet die Landesregierung nicht. Sie spricht von Nadelstichen für ein Problem, das seit 40 Jahren durch CDU, SPD, FDP und Grüne nach Deutschland importiert worden ist. 40 Jahre hat die Politik tatenlos zugesehen, wie sich Clans immer weiter ausbreiten. Die Haupthandlungsfelder der Clans ist neben dem Feldstaat Berlin Nordrhein-Westfalen. Das heißt also auch die nordrhein-westfälische Landespolitik, egal ob rot-grün oder schwarz-gelb, hat lange Jahre tatenlos zugesehen, wie sich hier Clanfamilien bilden mit Flüchtlingen aus aller Herren Länder, die manchmal mit einem gefälschten oder manchmal sogar ohne Pass hier eingereist sind und die innere Sicherheit bedroht haben. Auch davor haben wir gewarnt. Unkontrollierte Zuwanderung führt zu einem Problem für die innere Sicherheit, liebe Freunde. Auch dafür sind wir beschimpft worden. Aber genau das ist die Realität auf Deutschlands Straßen und auf Nordrhein-Westfalen Straßen zu dieser Zeit, in diesen Tagen, liebe Freunde. Nun sind Nadelstiche ja besser als nichts, aber wenn ich mir beispielsweise den grünen Landtagsabgeordneten Mustafi Zadeh ansehe, dann wird ziemlich deutlich, wohin die Reise in Zukunft gehen soll. Der weigert sich nämlich, Clans zu nennen, getreu dem Motto, wenn Clans nicht mehr Clans genannt werden, ist das Problem gelöst. Nee, meine Damen und Herren, so funktioniert das nicht. Wer Probleme kleinredet oder sie verschweigt, der macht sie größer. Wir wollen Probleme nicht größer machen, wir wollen sie lösen. Und deswegen sprechen wir sie auch an. Und das geht heute ja doch alles viel schneller als in den 80er Jahren, weil eben seit 2015 so schnell so viele von den Falschen in unser Land gelassen worden sind und bis heute werden. Die alten und neuen Clans erhalten also ständig Nachwuchs. Und damit sind wir schon bei der nächsten Problemstufe. Denn diese Clans, in der Regel kurdisch-türkischstämmige Clans, die aus dem Libanon zu uns gekommen sind damals, erhalten zunehmend Konkurrenz durch syrische, irakische, albanische und nigerianische Mafia-Clans, die zunächst an der Front der Kleindealer für die Libanesen-Clans gearbeitet haben und sich nunmehr selbstständig machen. Und wenn Sie dies, wovor wir schon 2015 warnten, wenn Sie dafür als Hetzer oder Rechtspopulisten diskreditiert werden oder wurden und wenn Sie das Ganze für rassistisch oder übertrieben halten, dann zitiere ich einmal kurz aus dem Lagebild des LKA zur Clankriminalität. Dort heißt es auf Seite 24, die kriminellen Angehörigen türkisch-arabischstämmiger Familienverbände sehen sich in den letzten Monaten einem Verdrängungswettbewerb um kriminelle Märkte ausgesetzt, der durch Personen mit Herkunft aus Syrien bzw. dem Irak forciert scheint. Diese konkurrierenden Gruppen werden auch vor dem Hintergrund teilweise aktueller Kriegserfahrungen im Milieu als besonders durchsetzungsstark und gewalttätig wahrgenommen. Und dieser ständige Zustrom aus clanbildenden Milieus macht ja die rein polizeiliche Arbeit zur Sisyphus-Arbeit. Denn wenn überhaupt mal einer dingfest gemacht wird, kommen über die ungesicherten NRW-Westgrenzen zwei neue dazu. Das ist keine lösungsorientierte Politik, liebe Freunde. Das ist das Verwalten dessen, was man selbst angerichtet hat. Und dieses Versagen produziert zudem Ausländerfeindlichkeit, ausgerechnet denen gegenüber, die sich eben nichts haben zu Schulden kommen lassen, die ihr Recht schaffen und rechtmäßig leben. Und meine Damen und Herren, die AfD ist auch die Partei, die gerade auch für diese Menschen in unserem Land hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland eintritt. Was müssen wir also tun? Erstens müssen wir unsere Grenzen schützen. Wir müssen wissen, wer kommt. Wir müssen abweisen, wer unbefugt und in unlauterer Absicht zu uns kommt. Zweitens müssen wir die polizeilichen Maßnahmen, die begonnen worden sind, ausweiten, verstetigen und noch kleinteiliger machen, also für den Delinquenten unangenehmer. Drittens müssen die Sozialämter und Jobcenter angehalten werden, auch öfter im Bereich staatlicher Teilleistungen genauer und härter zu kontrollieren. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass Mafia-Clans und Clanfamilien in Leverkusen in der Villa sitzen, Lamborghini fahren und gleichzeitig Stütze vom Staat erhalten. Damit muss Schluss sein, liebe Freunde.
Viertens müssen die Staatsanwaltschaften angewiesen werden, im Regelfall in die Revision zu gehen, wenn das Urteil zu milde erscheint. Fünftens muss gesetzlich dort nachgeschärft werden, wo es verfassungsrechtlich möglich ist. Das gilt für die Entziehung der Staatsbürgerschaft bei Vorhandensein einer doppelten Staatsbürgerschaft, ebenso wie für Korrekturen am Strafrecht. Und sechstens, und das ist der entscheidende Punkt, das sind Abschiebungen, meine Damen und Herren. Ich habe den Innenminister im Landtag mehrfach gefragt, wie viele Clankriminelle haben Sie denn nun in den letzten Jahren abgeschoben? Ich habe auf diese Frage, die ich mehrfach gestellt habe, nie eine Antwort bekommen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum ich keine Antwort bekommen habe. Aller Voraussicht nach deswegen, weil so gut wie keiner abgeschoben worden ist und das Problem hier im Lande belassen worden ist, das eigentlich längst rausgehört, liebe Freunde. Und dass dies von großer Bedeutung ist, das zeigt der KEAS-Abschlussbericht, der sich nämlich mit der Clankriminalität beschäftigt. Dort heißt es auf Seite 22, ich zitiere das jetzt nicht in Gänze, ich fasse das mal zusammen, dass deutlich generalpräventive und kriminalitätsbegrenzende Wirkung aufenthaltsbeendende Maßnahmen, sprich Abschiebungen haben. Die Landesregierung weiß es, aber sie handelt nicht danach. Wir werden danach handeln, liebe Freunde, für die Sicherheit in NRW. Wenn Sie also, und Sie sehen es hier, Clans bekämpfen wollen, müssen Sie AfD wählen. Je stärker wir werden, desto mehr Druck werden wir auf diejenigen entfalten können, die mit ihrer Politik in den letzten Jahren ein Versagen angerichtet haben, welches ihresgleichen sucht, meine Damen und Herren. Machen Sie die AfD stark, machen Sie die innere Sicherheit in Deutschland stark und in Nordrhein-Westfalen stark. Wir haben im Düsseldorfer Landtag jetzt schon eine starke Truppe, die meisten Anträge pro Kopf, die meisten Anfragen pro Kopf, die beste Landtagsfraktion von allen in Deutschland existierenden Landtagsfraktionen, wenn es um Social Media geht. Ein kleines Beispiel, wir haben auf YouTube als AfD-Landtagsfraktion 52 Millionen Aufrufe, die SPD kommt mal gerade auf 28.000. So geht man mit dem Geld, das der Steuerzahler eingibt, auch richtig um, liebe Freunde. Ich könnte jetzt mit D wie Digitales weitermachen oder E wie Energie. Sie wissen ja vielleicht mittlerweile, dass die internationale Presse sagt, Deutschlands Energiepolitik ist die dümmste der Welt. Und ja, das ist sie, liebe Freunde, es ist die dümmste der Welt. Es ist die dümmste Energiepolitik der Welt, wenn man fast gleichzeitig Kernkraft- und Kohlekraftwerke abschaltet und sich damit sehenden Auges in die Abhängigkeit von russischem Gas begibt, meine Damen und Herren. Das hat nichts mit Vorausschauen zu tun. Das ist einfach nur noch dumm. Ich könnte mit F wie Freiheit weitermachen. Freiheit, Tino Chrupalla hat es ja eben schon gesagt, für die wir eingetreten sind, für die wir gekämpft haben und weiterkämpfen werden, im Rahmen der Impfpflicht genauso wie im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wer heute sagt, wir haben zu wenig Pflegekräfte und gleichzeitig die einrichtungsbezogene Impfpflicht durchsetzen will, der wird dazu beitragen, dass wir in Zukunft noch weniger Pflegekräfte in diesem Land haben. Das ist verantwortungslos, liebe Freunde. Oder ich könnte mit F wie Finanzen weitermachen. Womit hat sich die Landesregierung gerühmt, als sie angetreten ist? Ein solider Haushalt, Schuldenabbau und Ähnliches. Und das, da geht es ja immer um Hunderte von Milliarden und so weiter. Das sind ja Zahlen, die für die normalen Menschen gar nicht mehr greifbar sind. Deswegen will ich Ihnen mal die Schuldentilgungspolitik der NRW-Landesregierung anhand eines einfachen Beispiels deutlich machen, das jeder von Ihnen versteht. Denken Sie mal, Sie hätten einem Freund vor 4 Jahren 1.500 Euro geliehen. Und dieser Freund zahlt Ihnen in 5 Jahren 5,71 Euro zurück. Ich weiß nicht, ob das noch Ihr Freund wäre, aber genau so sieht die Schuldentilgungspolitik der Landesregierung aus. Meine Damen und Herren, solides Haushalten, das sieht garantiert anders aus. Das ist kein solides Haushalten, sondern Politik zu Lasten der kommenden Generationen. Das wollen wir beenden. Teilen Sie also unsere Beiträge, reden Sie mit Ihrer Familie, sprechen Sie mit Ihren Freunden. Sie können auch, glaube ich, immer noch Briefwahl beantragen, wenn Sie das wollen, aber gehen Sie am besten selbst ins Wahllokal.
gehen wir gemeinsam raus, packen wir es an, gewinnen wir für unser Land, für Deutschland, für Nordrhein-Westfalen, für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Herzlichen Dank, liebe Freunde.